Wenn es um Guardians of the Galaxy geht, ist Groot wohl der größte Liebling der meisten Zuschauer. So kam es natürlich auch, dass der Tod von ihm in Avengers Infinity War viele mitgenommen hat. Aber zum Glück wurde er dann schlussendlich wieder in Avengers Endgame durch den Snap von Hulk zusammen mit allen anderen Helden, die in Infinity War durch den Snap gestorben sind, wiederbelebt. Auch wenn wir nicht viel von Groot in Endgame gesehen haben, hatte er schlussendlich doch noch ein paar Worte zu sagen. Und da die Worte von ihm, ich bin Groot bzw. I am Groot, meistens nicht allzu leicht zu verstehen sind und dies immer verschieden von ihm interpretiert werden kann, brauchen wir manchmal einfach die Hilfe der Macher der Filme, um zu erklären, was er denn wirklich in diesen Momenten gesagt hat. So wissen wir jetzt auch, was er in seinen letzten Momenten in Endgame mit I am Groot gemeint hatte. Und falls ihr solche Fakten und weitere Videos zu Marvel und das ganze Cinematic Universe nicht mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich auch nicht, den Kanal ein Abo dazulassen, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Also Freunde, als Avengers Infinity War herauskam, hatten wir schon einmal ein Video gemacht, was denn die letzten Worte von Groot waren, als er denn verstorben ist. Die letzten Worte von Groot waren hierbei an Rocket gerichtet und diese wurden uns offiziell mit Dad, also Vater, übersetzt. In Avengers Endgame hatten wir zu Ende eine Szene bekommen, als Thor zu den Guardians of the Galaxy gestoßen ist und sich von Neu-Asgard verabschiedet hat, Valkyrie zur Königin ernannt hat, eine ganze Szene der Guardians bekommen, wie sie denn diskutieren, wie sie jetzt ausmachen, wer denn jetzt der Anführer der ganzen Truppe ist. Dadurch, dass Thor natürlich zur Gruppe gestoßen ist, gab es dadurch nämlich einen kleinen Konflikt zwischen Star-Lord als auch Thor und die Gruppe selbst wusste selbst nicht mehr, wer denn jetzt wirklich das Kommando übernimmt. Worauf ein Kampf auf Leben und Tod vorgeschlagen wurde zwischen den beiden. Natürlich würde dies niemals auftreten, jedoch wurde dann einfach der Vorschlag gemacht, dass sie denn mit Messern kämpfen sollten. Und nach eben einer längeren Diskussion, dass kein Kampf stattfindet, dass die einen wirklich einen Kampf mit Messern befürworten, bekommen wir zu Ende der Szene nochmal Groot gezeigt, wie er sagt, I am Groot. Was hat er denn jetzt wirklich in dieser Szene gesagt gehabt? Kurz gesagt waren seine Worte hierbei einfach nur, ja, ich mag Messer. Und ja, auch wenn wir aus dieser Aussage nicht etwas wahrhaftig Wichtiges oder Phänomenales herausdeuten können, so wie wir es damals konnten, indem Groot eben offenbart hat, dass er Rocket als Vater sieht und dies einfach die Beziehung zwischen den beiden nochmal klarer für alle gemacht hat, als auch die Szene viel emotionaler, sagt, ja, ich mag Messer nicht so viel aus. Jedoch ist es wieder schön, die Guardians back in Action zu sehen und jetzt auch bereit sind, ihr nächstes Abenteuer in die Hände zu nehmen. Ich kann kaum abwarten, was im dritten Teil uns endlich erwarten wird. Und ich denke, solche kleinen Szenen und Konflikte zwischen Peter Quill als auch Thor werden uns zuhauf in Guardians of the Galaxy 3 erwarten. Aber ja, Freunde, das wär's von diesem kleinen Video. Morgen kommt wieder ein längeres. Wenn euch das Ganze wieder gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Als auch natürlich den Kanal abonniert, um keiner meiner zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, love you 3000.